Mit dem Namen Hyundai verbinden die meisten Menschen hierzulande nur den südkoreanischen Autohersteller. Die wenigsten wissen, dass sich dahinter auch ein riesengroßer Mischkonzern verbirgt, der die verschiedensten Sparten hat, unter anderem Schweißtechnik für den professionellen Bereich und Schweißtechnik für den Hobbybereich, für den semiprofessionellen Bereich. Wir hatten vor Jahren uns schon mal den Hyundai Fülldraht angeguckt und festgestellt, dass der wirklich richtig gut schweißt. Und heute gucken wir uns ein Hyundai-Schweißgerät an, ein Mic-Max-Schweißgerät, eine HG200. Die Frage ist, was bietet Hyundai in der Schweißtechnik? Wie gut schweißt eine HG200? Wie gut schweißt Hyundai? Aber gucken wir uns die HG200 einfach mal ein bisschen im Detail an. Wir haben hier ein 8,5 Kilogramm leichtes Mic-Max-Schweißgerät mit 200 Ampere. Damit hat man ein kleines mobiles Kraftpaket. Wenn wir das ganze Gerät aufmachen, dann haben wir hier die Möglichkeit, eine 5 Kilogramm Rolle aufzunehmen, eine sogenannte D200 Rolle, wie diesen Fülldraht hier. Oder wir haben auch eine Möglichkeit, diese kleinen Rollen aufzunehmen, indem wir den Adapter einfach abschrauben. Wir haben hier einen qualitativ guten 2-Rollen-Drahtvorschub, der vollkommen ausreichend ist, um die kleinen Rollen, aber auch diese 5 Kilo Rollen oder den Schweißzusatz vernünftig zu transportieren. Lieferumfang ist ja auch ganz interessant. Wir haben bei der HG200 ein 4 Meter Mic-Max-Schlauchpaket mit einem Euro-Zentralanschluss. 4 Meter bietet wirklich eine gute Reichweite, wenn man mit dem Gerät arbeitet. Genauso haben wir ein Massekabel, das 4 Meter lang ist. Wir haben hier eine anständige Masseklemme. Da lege ich auch immer ganz viel Wert drauf, dass man da einen vernünftigen Kontakt zum Werkstück hat. Dann haben wir hier ein Elektrodenschweißkabel, das ist nur 2 Meter lang. Alle Kabel, alle Anschlüsse bieten D13 oder 13er Dorn als Anschlussmaß. Die Bedienelemente sind bei einer HG200 durch so eine Klappe geschützt. Dann habe ich ein voll synergisches Mic-Max-Schweißgerät. Das heißt, bei dem Gerät wähle ich im Prinzip aus, was ich machen will. Dann habe ich einen Drehregler, da gebe ich ein bisschen mehr, da gebe ich ein bisschen weniger und das Gerät schweißt. Wie gut das funktioniert, werden wir natürlich uns gleich im Detail angucken. Im Prinzip habe ich hier unten links die Möglichkeit, Mic-Max, Wick oder Elektrode auszuwählen. Und kann dann hier oben beim Mic-Max sagen, welches Schutzgas ich nehmen will, CO2, Mischgas oder halt Flux, also für Fülldraht, Zweitakt oder Viertakt. Dann wähle ich auf der anderen Seite aus, was ich für eine Drahtstärke habe oder ich habe auch einen manuellen Modus, um das Gerät komplett manuell einzustellen. Und das war es im Prinzip schon. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, einen Gastest zu machen. Ich kann den Drahtvorschub laufen lassen, um den Draht einzufädeln. Und dann brauche ich im Prinzip immer nur ein bisschen mehr geben, ein bisschen weniger geben. Ich habe die Möglichkeit, den Prozess durch 2, 3 andere Parameter zu korrigieren. Und dann schweißt dieses Gerät. Also es ist von der Einstellung her wirklich sehr, sehr einfach. Braucht man sich im Prinzip nicht großartig mit beschäftigen oder auch keine großartigen Gedanken machen. Als erstes werde ich das Gerät jetzt zum Fülldrahtschweißen rüsten. Dafür nehme ich eine 5 Kilogramm Rolle D200 von dem Hyundai Fülldraht. Fülldrahtschweißen ist natürlich eine schöne Möglichkeit, gerade mit so einem kleinen, kompakten Gerät auch mobil zu sein. In der 5 Kilo Rolle wird es natürlich ein bisschen schwerer, aber die 5 Kilo Rolle ist natürlich wirtschaftlich sehr attraktiv. Wir haben in dieser Drahtvorschubeinheit eine Rolle verbaut mit Nuten für 0,9 und 0,8 mm Schweißzusatz. Der Fülldraht, den ich hier verwende, hat einen Durchmesser von 0,9 mm. Wir rüsten das Gerät, das ist jetzt alles nichts Besonderes. Wir müssen natürlich beim Fülldraht darauf achten, dass wir am Minuspol schweißen. Masse kommt also an den Pluspol. Wir wählen im Prinzip jetzt hier nur aus, was wir machen wollen. Dann können wir einfach in der Leistung in unserem Bereich regulieren, was wir schweißen wollen. Ich schweiße erstmal mit voller Leistung. Ich habe hier 6 mm Bleche und ich will natürlich auch das Gerät erstmal ein bisschen ausreizen. Und dieser erste Moment, das ist für mich schon immer entscheidend. Das heißt, man nimmt ein Gerät, man rüstet das ganz normal, man stellt es einfach ein, ohne irgendwelchen besonderen Spielereien und schweißt das Gerät dann. Und da kann man hier gleich sagen, das funktioniert. Ich habe jetzt hier mal eine Stumpfnaht geschweißt, das heißt einfach auf dem Blech eine Lage geschweißt und als zweites schweiße ich jetzt hier eine Kehlnaht. Das Fülldrahtschweißen ohne Gas, da bin ich ein riesen Fan von, das hat sich die letzten Jahre wirklich toll entwickelt, ist eine tolle Alternative für alle, die mobil sein wollen, für alle, die nicht immer eine Gasflasche haben wollen. Man hat auch den riesen Vorteil,
dass man damit auch draußen arbeiten kann, auch wenn mal ein bisschen Wind weht, da kein Schutzgas vorhanden ist, kann einem das Schutzgas auch in der Form nicht wegwehen. Also das bietet auch wirklich viele Vorteile und die Ergebnisse sind dabei wirklich auch alles andere als schlecht. Gerade wenn man das Ganze hinterher bürstet, sehen die Nähte wirklich richtig gut aus. Also es ist eine schöne Alternative, die sich immer und immer besser entwickelt. Man sieht hier an diesen ersten kleinen Schweißversuchen mit dem Gerät, mit kompletten 200 Ampere, mit voller Leistung, das Gerät schweißt Fülldraht. Also funktioniert wirklich auf Anhieb gut. Da sind keine Einstellungen in irgendeiner Form variiert, keine Spannung korrigiert, keine Induktion. Das kann man bei dem Gerät alles ganz einfach machen. Habe ich aber in der Form nicht gemacht, einfach nur losgeschweißt. Und da wollen wir gucken, wie das Ergebnis aussieht. Das Ganze bürsten wir einfach mal schnell über und dann sieht man hier keine Spritzer und wirklich ein sehr akkurates Ergebnis. Man hat immer noch so ein bisschen diesen Mölm vom Fülldrahtschweißen, das ist natürlich prozessbedingt, aber den kann man im Prinzip sogar abwischen. Nur die Naht an sich würde ich wirklich immer bürsten. Ich bin sogar der Meinung, ich kriege es noch ein bisschen besser hin, darum schweiße ich nochmal eine zweite Kehlnaht. Außerdem sieht man natürlich jetzt auch mal so das Leistungsvermögen von dem Gerät. Wir haben bei 200 Ampere eine Einschaltdauer von 20% und wir haben bei 150 Ampere eine Einschaltdauer von 60%. Das heißt, mit 150 Ampere kann ich von 10 Minuten 6 Minuten schweißen. Also 6 Minuten einfach mal durchschweißen, das ist schon eine Menge. Und man sieht in diesen kleinen Beispielen hier, dass man da wirklich auch stärkeres Material problemlos mit schweißen kann. Ich finde immer gerade diese Grenzbereiche, sehr starkes Material und sehr dünnes Material interessant. Darum schweißen wir als erstes hier sehr dickes Material und als nächstes dann wirklich auch mal dünneres Material. Und wenn man sich das hier anguckt, das unterscheidet sich nur noch minimal von einer klassischen Magnaht. Also Fülldrahtschweißen hat sich da wirklich extrem entwickelt und ich bin da natürlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein riesen Fan von und bin auch immer dabei, die Möglichkeiten von diesem sehr, sehr einfachen und mobilen Schweißverfahren zu zeigen und gerade mit einem vernünftigen Fülldraht, wie diesem Hyundai Fülldraht, sind da wirklich tolle Ergebnisse möglich, auch ohne Schutzgas und das mobil. Dafür brauche ich das Gerät jetzt im Prinzip nur runterregulieren. Und dann kann ich dünneres Material nehmen. Ich habe hier in dem Fall 1,5 mm Blech. Und das schweißt man dann einfach mit einer geringeren Einstellung. Und im Prinzip ist es genau das gleiche wie eben bei dem starken Material. Gerät schweißt auf Anhieb. Sieht man hier wieder an dem Ergebnis. Sieht auch wieder gut aus. Und man könnte theoretisch ja auch noch 0,6 mm Fülldraht oder 0,8 mm Fülldraht nehmen. 0,8 oder 0,9 ist für die meisten Schweißaufgaben der Fülldraht, der wirklich am besten funktioniert. Erst wenn ich so 0,5 mm Blech oder dergleichen nehmen würde, dann würde ich wirklich so 0,6er empfehlen für alle anderen Aufgaben. Man sieht, das sieht immer so ein bisschen verhauen aus, bevor man es bürstet, aber nach dem Bürsten hat man hier wirklich auch wieder eine richtig akkurate Naht, die auch wieder dem Max-Schweißen wirklich sehr, sehr nahe kommt. Das nächste, was wir zusammen ausprobieren, ist jetzt Stahlschweißen. Das heißt, ich habe hier eine 5 Kilogramm Rolle SG2 Draht. Die lasse ich ins Schlauchpaket fördern. Ich stoppe bewusst zwischendurch mal, starte wieder und gucke da auch zu, wie der Draht gefördert wird. Wenn das jetzt hier vernünftig läuft, dann habe ich hinterher beim Max-Schweißen auch wirklich nie Probleme. Und da sieht man, dass das wirklich völlig problemlos funktioniert, dass diese 5 Kilogramm Rolle von diesem 2-Rollen-Drahtvorschub transportiert wird. Ich brauche jetzt an dem Gerät praktisch nur auf 0,8 mm Draht umstellen. Ich stelle hier auf Mischgas um und kann mit dem Gerät Stahl schweißen. Auch hier wieder so eine erste kleine Testnaht auf dem Blech, ob das Ganze funktioniert. Funktioniert sehr gut. Das Bürsten war ein bisschen. Ich habe hier keine großartige Spritzerbildung. Beim Max-Schweißen so ganz minimal hat man immer Spritzer, aber ich sehe hier eigentlich fast nichts. Darunter war die Fülldrahtnaht, die halte ich jetzt zu, damit man das nicht durcheinander bringt. Und dann habe ich hier als kleines Beispiel zum Schweißen zwei Vierkantrohre mit 2 mm Materialstärke. Das Ganze heftig von innen und dann ziehe ich ringsrum eine Kehlnaht.
Man sieht das hier schon, der erste Eindruck von so einer HG200 ist wirklich ein sehr, sehr anständiges, kleines, kompaktes Mic-Max-Schweißgerät, das sich unglaublich einfach einstellen lässt. Und gerade so die Einstellungen sind ja für viele, gerade Anfänger oder Schweißer, die nur gelegentlich schweißen, wirklich so die größte Herausforderung. Ich stehe vor so einem Gerät und brauche erstmal irgendwo eine halbe Stunde, um das Ganze einzustellen. Hat man hier definitiv nicht. Wenn ich so ein Gerät ausprobiere, fragen natürlich viele immer, gibt es dann keine Kritikpunkte. Es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, da sage ich, das würde ich noch optimieren. Im Großen und Ganzen finde ich, ist es ein sehr qualitativ gutes Mic-Max-Schweißgerät. Ich habe hier noch verschiedene andere Sachen geschweißt. Ein 4-Meter-Schlauchpaket hat meine gute Reichweite. 200 Ampere ist wirklich mehr als ausreichend Leistung für die meisten Schweißaufgaben. Und. Also ich kann das Gerät wirklich mit bestem Herzen auf diesen ersten Eindruck hin empfehlen. Ich habe jetzt nicht 2-3 Jahre damit gearbeitet, aber so den Test 2-3 Nachmittage hier wirklich mal ausführlich mit geschweißt. Das hat sehr gut funktioniert. Gerade das Thema mit den Einstellungen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, und das Gerät schweißt in jeder Einstellung, die ich hier hatte, egal beim Fülldrahtschweißen oder beim Stahlschweißen. Was man natürlich hat bei dem Gerät, man hat hier als Angabe auf dem Display Spannung und Drahtvorschub. Das ist für viele nicht ganz so greifbar wie Ampere. Da wäre Ampere auch wirklich wünschenswert. Das ist so ein Punkt. Zweiter kleiner Punkt ist von wegen, ich habe hier keine Schnellkupplung an dem Gerät. Das heißt, die Gasversorgung, da muss ich klassischen Schlauch mit einer Schelle anschließen. Das ist für den einen oder anderen ist es ein Problem. Der eine und nächste sagt von wegen, mir ist das egal, ich klemme den Schlauch da einfach einmal an und dann hat das Gerät sowieso immer den Gasschlauch dran. Das sind so zwei kleine Punkte, aber im Großen und Ganzen bin ich hier wirklich sehr zufrieden. Man sieht das auch, Rohr an Platte, einfach mal einen rumgeschweißt von wegen, sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Also nahezu beim Max-Schweißen keine Spritzerbildung und das Ganze ohne irgendeine Optimierung, das muss man erstmal hinkriegen. 4 Meter Schlauchpaket, also mir hat Hyundai gut gefallen. Wenn es noch Fragen zu dem Gerät gibt, wenn ich noch andere Sachen mit dem Gerät machen soll, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Wir können auch meinetwegen damit nochmal Alu schweißen oder Edelstahl schweißen oder auch den Edelstahl-Fülldraht, den es auch von Hyundai gibt, habe ich auch schon vorgestellt. Es gibt auch noch andere Geräte von Hyundai. Bei mir ist der Kontakt jetzt da. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, da eventuell nochmal ein anderes Gerät auszuprobieren. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wer sich für das Gerät interessiert. Da habe ich in der Beschreibung den Link und dazu habe ich auch noch einen Gutscheincode für euch rausgeholt. Das heißt, wenn das einer kaufen will, kriegt da über meinen Gutscheincode auch noch einen Rabatt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, das ist auch mal ein interessanter Hersteller. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer tierisch über einen Daumen hoch und ein Abo für meinen Kanal. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.